So, Leute, willkommen zurück. So, Katzen sind verjagt. Und weiter geht's. Hatte Glück gehabt. Ich musste mal kurz mit raus und habe hier ohne Pause zu drücken den Nopi hier einfach so stehen lassen. Und er hat's überlebt. Er hat's überlebt. In der Zwischenzeit habe ich dann also hier so circa 3 oder 4 Stunden gezockt im Stehen. Und ja, ich glaube, die Aufgabe, die haben wir abgegeben. Und wir müssen weiter die Schwestern suchen. So, in der Zwischenzeit ist es Nacht. Wir begeben uns weiter in den Dschungel. Oh, erledigt. Okay. So, nein. So, wieder reinkommen. Etwas reinkommen. Ach, unser Lager war ja überlastet. Und wir haben nicht verkauft. Wir haben nicht verkauft. Was ist denn das da? Schrein der Heilung. Kommen wir irgendwie hin? Ja. Wir sind immer noch in den zarkonischen Ruinen. So. So, gegen diese Zauberin, gegen diese Hexe, der untoten Hexe, Namen habe ich vergessen, haben wir uns ganz wacker geschlagen. Das war ganz passabel. So, in der Zwischenzeit habt ihr ja schon wahrscheinlich mein Video Eternal Embers, dieses Spezial, gesehen. Da habe ich ja schon mal den Zukunftsnob ausprobiert. Also, ich glaube, die Ausrüstung wird noch einen Teil wettmachen nachher. Da war ich noch nicht ganz so zufrieden damit. Den gibt es in der Zwischenzeit auch nicht mehr. Doch, den Zukunftsnob, den gibt es noch. Ich hatte doch mal einen, in den Special, da habe ich doch einen anderen genommen. Da habe ich doch die neue Meisterschaft ausprobiert. Den gibt's nicht mehr. So, die nutzen jetzt wieder, oder die nutzen hier Verstärker. Das wird euch allerdings nichts bringen. Wen haben wir denn hier? Pardeus. Das können wir auch. Komm, wir machen erstmal die Dinger hier weg. Die brauchen aber auch schon eine Weile hier. So, unsere Helfer haben den letzten Geist erledigt. So. Gebracht hat uns das allerdings nichts. So, wir haben hier eine Höhle. Da gehen wir mal rein und erforschen diese. So. Okay, dann schauen wir mal, was es hier gibt. Die große Gruft von Dorus. Mal schauen. Okay. So. War schon eine kleine Herausforderung. Ah, erstmal hier den Schrein der Erfahrung. So. Den nehmen wir natürlich gern mit. So, hier noch. Na komm schon. So, wir haben ein paar Punkte gesammelt. Ich denke, wir können es uns leisten. Oh.
geschiente Rüstung des Trostes 104 Rüstungen anstatt 45. Allerdings sind die gesteckten Widerstände da nicht schlecht, noch auf der alten Rüstung. Die haben wir auf der neuen Rüstung nicht. Okay, wir haben mal ein bisschen Platz geschaffen. Und ich wollte hier einfach mal 5 Stärke. Genau, 5 Stärke reinstecken von den 15 Punkten, Attributpunkten, die wir zur Verfügung haben. So, dann mal ein bisschen stärker hier. Was ist denn das hier immer hier? Ja, wir machen ja schon auf die Tür. Nein, geht nicht, gesperrt. Da müssen wir erst eine Aufgabe lösen. Gehen wir mal hier runter. Gehen wir mal hier runter. Also noch kommen wir nicht rein. Ja, hier noch. So. Hier. Ja, komm, komm, versammelt euch mal alle. Also wir werden hier ja voll gefeuert mit allem. Und unser Lob, der hält wacker Stand. Das freut mich. So. Komm, 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 komm. Verlorene Seelen. So, hier noch. Ach, hier ist ein Hebel. Alles klar. Dann gehen wir gleich mal gucken. Ah, die sehen klasse aus, was der hier macht. Hilft nur nicht. Nein. Oh. Da hätte ich jetzt aber einen tollen Ausrüstungsgegenstand erwartet. Und da kam nichts. So, wir nehmen die Qualitätstruhe mit. Okay. So, hier haben wir noch eine kleine Kammer. Und hier noch. So. Und dann werden wir den Hebel betätigen. Na, hier. Ach, dafür war ein Schlüssel. Dafür war ein Schlüssel gedacht. So, ich denke mir jetzt, werden wir hier oben, hier die Holztür geöffnet haben und können hinein. Jawohl. Hier eine kleine Kammer wieder. Oh, wen haben wir denn da? König. So, machen wir erstmal hier die Dinger hier weg. Okay, der König, der wird schon belagert. König Dorus. Seine verdorbene Seele. Level 41. So. Dein Gepäck ist voll. Ja. Auch von Aufgabe versiegelt. Okay. Ich würde gerne noch mal schauen, was sich in dieser Kammer hier befindet. Okay, nichts weiter, ne?
Das war wirklich nur so. So, dann können wir eigentlich hier nur noch die eine Tür öffnen. Diese hier. Na, geht das nicht? Da fehlt uns noch ein Schlüssel? Nein, nein. Was? Ein Sonnenzeichen. Es fehlt uns noch ein Schlüssel. Wir kommen hier nicht durch. Es fehlt uns ein Schlüssel. Wo haben wir denn den letzten Schlüssel her? War das eine Nebenaufgabe? Muss ich mal gucken. Reichtum alter Könige. Das ist das Einzige, was noch übrig ist. Wertvoll sind in seinem Grab versteckt. Es wird behauptet, dass der Schatz bisher noch nicht entdeckt ist. Durchsuche die zakonischen Ruinen nach einem versteckten Schatz. Das wird der versteckte Schatz schon sein. Allerdings fehlt uns ein Schlüssel. Ja. Das Sorones Moor, das war eine große Stadt namens Propontis. 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 Wir müssen den Sonnenschlüssel finden. Den Mondschlüssel haben wir gefunden. Aber wo haben wir denn den Mondschlüssel gefunden? So, hier gibt es ja nichts mehr, nein. Vermute ich mal. Den Sonnenschlüssel, den wird es schon irgendwo anders geben. Das ist sehr bedauerlich. Schade. So, wir werden ja ein bisschen Platz schaffen. Wir kehren mal nach Rhodos zurück. So, hier werden wir mal die Überbleibsel verkaufen. Ich komme nicht an Eisen. Der Preis von Bronze. Du hast Glück, dass ich überhaupt was anbieten kann. Naja, wir haben hier noch... Da werden wir mal auslagern. Wir werden mal ein Teil, was wir hier haben, auslagern. Weil das sind doch alles blaue Gegenstände, die wir ausprobieren wollten. So, mit den Erfahrungen können wir wegwerfen. Ja, wir hatten hier die Widerstände drauf. Wir fanden diese Widerstände nicht schlecht. Also ich fand die nicht schlecht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, doppelt so viel Rüstung hier, ja. So, wir werden erstmal einen Teil auslagern. Möchtest du deine Sachen verstauen? So, erstmal die blauen Gegenstände hier einsortieren. Die können wir ja immer noch entsorgen. So. Ja, die Sichel, die packen wir auch mal hier mit rein. Den verkaufen wir. Ich glaube, die Knochensäge, die hatten wir woanders auch schon. Zauberfragment. Zweimal. Und der obere Teil. Tja, Aufgabengegenstand. Jetzt hätten wir eigentlich zwei Zauberfragmente. Aber was man damit bewirken kann, weiß ich auch noch nicht. So, genau, den lagern wir hier nochmal aus, packen wir auch mit rein. Dann nehmen wir mal unsere Reliktkammer. Da packen wir mal die Teile mit rein. Und ja, passt nicht alles rein, glaube ich. Müssten wir langsam wieder anfangen zu verkaufen. Hier noch ein bisschen weiter. Hier noch. Hier haben wir noch was. So, haben wir wieder einen Teil verbunden. Müssen wir mal ein bisschen Ordnung schaffen. Eine Ehre, ein guter Tag, um deine Last zu schmälern. Oh, ist der Übergabebereich größer geworden? Wahrscheinlich durch das letzte DLC. Haben wir jetzt... Ah ja, guck, die Knochensäge. Wir haben bereits die Knochensäge. Also, das verkaufen. Das ist ja toll. Das ist ja toll. Dann können wir ja schon mal einen Teil hier reinpacken. Wir brauchen das nicht. Die Bögen packen wir mal hier unten rein. Vielleicht sind die ja für andere interessant. Für uns eher weniger. Ach, jetzt habe ich ihn wieder rausgenommen. In unseren Stauraum. Dann nehme ich hier den zweiten Bogen. Packe den auch hier mit rein. So.
haben wir denn hier? Quecksilberknüppel. Hier, komm, den Metallschlag bringen wir auch hier mal ein bisschen Ordnung mit rein. Nicht allzu viel. Wir werden mal nicht so viel Zeit hier verschwenden. Komm, die Sichel, die können wir auch hier reinpacken. Das andere, das hier, das brauchen wir nicht. Gehen wir in den Übergabebereich mit rein. Machen wir mal hier eine Lücke dazwischen. Das war ja hier Nekromantenkleidung. So. So, verbunden hatten wir das ja schon miteinander. So, dann gehen wir nochmal mit raus. Meine Karawane. Die arkanischen Künste sind nicht mehr als das Zurückrufen von Erinnerungen an Geheimnisse, die du einst kanntest. So. Ja, die müssen wir mal entsorgen, die Teile. Ich pack die mal alle. So. Jetzt bringt man mal ein bisschen Ordnung mit rein. Ich packe immer gerne hier auf die erste Tasche die Tränke mit drauf. So, da wird sich jetzt sicherlich noch ein bisschen mehr mit ansammeln. Ach nein, will ich doch gar nicht verkaufen. Hat aber verteilt, wa? So. Den können wir verkaufen. Den brauchen wir nicht. Gut, dann haben wir erstmal alles wieder schön sortiert. So, ansonsten gibt es hier nichts weiter, ne? So, dann kehren wir mal wieder zurück. Ja, was machen wir denn jetzt? Ja, irgendwo den Sonnenstein noch sammeln. Also es gibt ja noch etwas zu entdecken. Wir haben hier noch einen Teil. Und hier noch ein Teil. Wir werden das einfach mal tun, dass wir uns da in der nächsten Folge uns nochmal mit ansehen. Vielleicht finden wir hier irgendwo noch den Schlüssel für das Sonnenschloss, so würde ich es jetzt mal bezeichnen. Ja, ich würde mich an der Stelle kurz die Aufnahme, nicht die Aufnahme unterbrechen, sondern die Folge beenden. Und es geht dann für euch morgen dann gleich weiter. Bis dahin alles Gute und schönen Abend. Euer Biert. Macht's gut, Leute.